Hi Leute, ich bin Speed Limit. Die sind für euch ein Daumen nur, weil ich mit der rechten Hand hier gerade hier meinen Selfie-Stick festhalte. Ja, heute möchte ich euch ein Vlog-Technologie-Video zeigen. Wieso Vlog? Weil ich ja, dachte mir, es ist was Neues und vielleicht ja, interessiert es euch. Und zwar wollte ich euch eigentlich zeigen, was ich mir vor ein paar Wochen jetzt mittlerweile ja, angebracht habe. Und zwar habe ich mir eine neue Satellitenanlage ja, gebaut bzw. Angeschlossen, die über ein Kabelsystem verfügt. Was ein Kabelsystem ist, das zeige ich euch jetzt mal. So, da stehen wir jetzt hier auf meiner Terrasse. Wie ihr schön sehen könnt, ja, ist das hier die Satellitenanlage, die ich euch zeigen möchte. Wenn ihr euch jetzt ist ein Auto gerade vorbeigefahren. Wenn ihr euch eine Satellitenanlage holt, dann solltet ihr auf jeden Fall auf die Größe achten. Denn wie im Leben so schön heißt, die Größe macht's aus. Und auch bei einer Satellitenanlage, je größer ihr die Schüssel habt, desto besser habt ihr dann den Empfang. Ich habe hier so ein Twin-LNB angebracht, wie ihr hier sehen könnt. Da ich ja Hotbird und Astra empfange, damit ich auch polnische Sender empfangen kann, muss ich auf zwei Satelliten gehen. Deshalb ist auf einem LNB Astra und auf dem zweiten Hotbird drauf, und da verlaufen zwei Kabel runter. Das eine wird dann zum Hotbird und das andere als Astra-Signal ausgegeben. Ja, wie gesagt, die zwei Kabel verlaufen jetzt hier unten durch. Die sind jetzt hier angeschlossen. Wenn ihr jetzt über ein Kabelsystem läuft, habt ihr den Vorteil, dass ihr nicht die ganzen Kabel ob es nun zwei oder drei oder vier Kabel sind, die hier vom verlaufen, durch das ganze Haus ziehen muss, sondern ja, nur ein Kabel. Das zeige ich euch jetzt, was ihr dafür braucht. Und zwar müssen wir da reingehen, denn das habe ich drinnen installiert. So, ich gehe mal hier rein. Ich glaube, die Sonne hat da auch so ein bisschen gestört. Jedenfalls habt ihr gesehen, ihr braucht auf jeden Fall ein LNB. Und zumindest, wenn ihr in mehreren Zimmern oder mehreren Wohnungen das Signal empfangen, braucht ihr auch Ausgänge. Es ist egal jetzt, ob das jetzt ein LNB ist oder zwei LNB ist. Ausgänge braucht ihr dementsprechend so viele, wie ihr dann halt Zimmer habt. Aber wie ihr da jetzt gesehen habt, beziehungsweise wie ich das euch noch eingeblendet habe, braucht ihr nicht komplett die Kabel durchs Haus zu ziehen oder durch eure Wohnung ziehen. Wenn ihr zum Beispiel Schlafzimmer versorgen wollt und euer Wohnzimmer, da braucht ihr nicht 1000 Meter Kabel verlegen, sondern braucht nur halt dieses Stückchen bis zum dementsprechenden Punkt, wo dieses Einkabelsystem bzw. dieser Verteiler angebracht ist, und ab da fängt das Einkabelsystem an. Ja, ich werde es euch jetzt ein bisschen näher zeigen. Dafür werde ich jetzt gleich die Kamera umdrehen, ein bisschen hier was verstellen, damit ihr das gut sehen könnt. Wie gesagt, es ist ein Technologie-Vlog-Video. Es soll ja euch nur zeigen, wie ich das angebracht habe und vielleicht für euch eine Anregung sein, es ja auch so zu machen oder so ähnlich halt. Gut, dann drehe ich mal um, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt, die Kamera. Also wir sehen uns gleich, dann erzähle ich euch alles Weitere. Bis gleich. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ihr seht, da habe ich das Loch gebohrt durch die Wand. Und die zwei Kabel, die ihr draußen gesehen habt, die gehen jetzt hier rein in dieses Dual-Line. Es ist jetzt vom Dual-Line. Es gibt noch diesen, ja, diesen Verteiler oder Adapter oder wie das sich auch nennt, ein Kabel. Umsetzer, da steht es ja, Umsetzer gibt es auch von Technisat. Das kostet allerdings mehr. Wie gesagt, ich verlinke euch das gerne auch nochmal unter ja, meinem Video, wie immer. Ihr könnt es jetzt sehen. Die gehen hier beide rein. Wenn ihr das anbringt, würde ich euch empfehlen, vergoldene Anschlüsse zu nehmen, denn die sind natürlich beständiger und ja, die Leitung ist dann stabiler. Wenn dir, hier seht ihr, hier geht einmal Eingang 1 und einmal Eingang 2. Und hier geht es dann raus über das Einkabelsystem. Genau, dann ist hier das eine Kabel, das dann halt zum Wohnzimmerfernseher geht oder wo auch immer ihr das erste Gerät habt und dann auch dann das zweite Gerät bedient über ein Kabel. Deshalb nennt sich das ja auch Einkabelsystem. Ja, hier habt ihr Strom drauf.
Kann ich euch hier zeigen. Hier geht dann das Netzteil, damit ihr Strom habt, damit die Leitung auch stabil ist. Und wie ihr hier sehen könnt, wird das mit 950 bis 2150 Megahertz betrieben. Und wie ihr seht, der erste Timer müsst ihr dann auf eurem Fernseher auf 1284 Megahertz einstellen und beim zweiten Gerät dementsprechend auf 1400 Megahertz einstellen. Also die dürfen nicht auf gleichen Megahertz-Frequenzen laufen. Das ist wichtig, damit die zwei verschiedene Signale separat ausgegeben werden. So, das wollte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Also das Ding ist echt geil. Kostet dementsprechend auch so um die 60 bis 80 Euro. Damit müsst ihr rechnen. Holt ihr euch das von Technisat, von der anderen Firma. Da zahlt ihr locker noch 120 Euro. Das ist allerdings nichts anderes als dieses hier, nur halt die Firma ist dann eine andere. Aber ich habe mir jetzt das geholt und dieses OCP gibt es auch natürlich in 40, dass ihr dann hier vier Eingänge habt. Ich brauchte es nur für zwei Eingänge. Da müsst ihr euch selber entscheiden, wie viele ihr Fernsehapparate oder wie viele ihr Wohnung damit betreiben wollt. Wie gesagt, das ist auch gut für, wenn ihr mehrere Etagen habt, ist das gar nicht so schlecht und ihr braucht dann nicht mehrere Kabel zu ziehen. Früher war das ja so, ihr musstet so viele Kabel ziehen, wie viele Geräte ihr hattet und vielleicht durch einen Verteiler dann das verteilen. Jetzt könnt ihr separat eure Fernseher bedienen, beziehungsweise ihr könnt auch dann dadurch auch Aufnahme und könnt dann auch ein anderes Fernsehprogramm euch anschauen. Das geht natürlich auch damit. Ja, dann wollen wir mal weitersehen, wie das dann weitergeht bei mir. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt den Verteiler da, den Umsetzer da angebracht. Jetzt geht der eine Kabel durch die ganze Wohnung, quer durch. Der geht dann in den Verteiler rein und dann habe ich wieder zwei Kabel verbunden, die einmal in den Receiver da reingehen, beziehungsweise zum Fernseher und einmal dort im Schlafzimmer. Ich zeige es euch dann bei mir, wie ich das gemacht habe. Dafür drehe ich mal wieder die Kamera um. So, jetzt könnt ihr es hier sehen, wie ich das hier gemacht habe. Und zwar ist hier der Verteiler, hier unten, seht ihr es? Das ist jetzt der ganz normale Verteiler, der dann, wo dann das Signal hier zum Fernseher geht, das eine Kabel, hier, das hier, das geht dann halt zum Fernseher bzw. zum Receiver und hier geht das dann nochmal ins Schlafzimmer, wo es dann das zweite Signal dann rausgibt. Ich habe hier den Verteiler genommen, den ich hier habe. Ich hätte ja auch hier reingehen können. Aber das Problem ist, das Haus, wo ich jetzt hier wohne, ist ein älteres und hier wurde das noch nicht umgerüstet in Digital-System. Das heißt, hier die Kabel bzw. die Dose hier, die ist noch analog und deshalb konnte ich, ich habe es jetzt im Schlafzimmer umgewechselt. Da habe ich mir so das Teil als Digital geholt. Das könnt ihr auch machen. Kostet auch so, ja, zwischen 30 und 40 Euro. Wenn ihr dann auch so eine alte Wohnung habt und dann das auswechseln müsst. Ich habe es wie gesagt im Schlafzimmer gemacht. Hier im Wohnzimmer habe ich einfach nur den Verteiler angeschlossen. So habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten zu sehen, wie ihr das dann noch anschließen könntet. Und wie gesagt, hier ist ein ganz normaler Verteiler, der kostet so 14 Euro. Wenn ihr schon eine neue Wohnung habt, der Digitalanschluss hat, dann könnt ihr einfach hier reingehen. Habt ihr das nicht, könnt ihr das nicht mehr, könnt ihr das nicht machen. Und ja, müsst ihr das halt dann wechseln, so wie ich das im Schlafzimmer habe. Das zeige ich euch gleich mal. Und ja, das war's eigentlich auch hier. Und somit habt ihr jetzt nur noch ein Kabelsystem. Ich zeige euch gleich nochmal ein Schlafzimmer, wo das rauskommt, beziehungsweise wie das wird dann hier rauskommen. An der Dose, weil ich, wie gesagt, im Schlafzimmer habe ich das doch gewechselt. Da habe ich, wie gesagt, die Dose ausgewechselt. Und das zeige ich euch jetzt auch nochmal kurz, wie das dort aussieht. Wie gesagt, wenn ihr die Anschlüsse wechseln wollt, nehmt vergoldene Anschlüsse, denn damit seid ihr besser bedient. Die kosten zwar mehr, aber die sind auch viel leitfähiger und auch draußen für Witterung sind sie besser geeignet. So, ich drehe mal kurz die Kamera nochmal um, dann zeige ich euch, wie das dann noch aussieht. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Dose hier erneuert. Das ist jetzt eine Dose, die ich dann einfach ausgewechselt habe. Hier war nämlich dieselbe Dose wie im Wohnzimmer und die habe ich jetzt mal ausgewechselt. So habt ihr jetzt zwei Beispiele und ihr seht, das Kabel geht jetzt hier rein und geht dann halt zum Fernseher. Und ja, das war es eigentlich auch schon, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine kleine Anregung gehabt, wie ihr euer Satellitensystem aufbauen könnt. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Video. Mal was anderes. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich denke mal, das wird wieder ganz normal wieder stattfinden.
Und ich freue mich auf euch und bleibt dran, bleibt mir treu und bis bald. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good.